Oh, hier sind ja auch überall Leichen. Ah, das waren die... Das sind die Masken. Wieso machen... Was machen die hier? Kann ich auf mich schießen? Okay. Wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt muss ich gegen mich kämpfen. Nö, ist überhaupt nicht verwirrend. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin's, Alpsycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Und ihr seht schon, wir finden uns wieder in Resident Evil Village. Ich wünsche euch natürlich auch einen schönen Freitag. Und wir zocken wieder das DLC Shadows of Rose. Hier haben wir letzte Folge aufgehört. In der letzten Folge haben wir diesen Abschnitt mit Evelyn, damals in der Main Story mit Angie, abgeschlossen. Sprich, das Haus der Puppenspielerin, und sind dann hier rausgekommen. Und hier geht das Ganze weiter. Ich bin mal sehr gespannt, wie es hier vor allem weitergeht. Okay, hier können wir untersuchen. Warte mal. Was macht das denn hier draußen? Ja, das dachte ich mir jetzt auch. Das war bei den Dimitrescos. Pistolenmunition, das ist keine... Das ist nie gut. Ich schau gerade mal, können wir... Nein, wir können uns keine Munition herstellen. Was bedeutet, die Pistole ist gerade alles, was wir haben. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Pistolenmuni. Wir kriegen hier echt viel Muni. Nein. Das bedeutet, entweder es geht Richtung Bosskampf. Oder es kommen hier einfach nur extrem viele Gegner. Wir haben auch 5 Charges, was bedeutet, wir sind eigentlich richtig krank OP. Und was ist das? Was? Was? Wo zur Hölle bin ich? Ja, gute Frage, oder? Was ist das für ein Ort? Das müsste das Schloss der Dimitrescos sein. Und das hier ist das Dorf. Was ist das? Irgendwas ist da drüben. Ich kann es spüren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es jetzt in Richtung Moro geht. Also... Ja. Okay. Aber hier hatten wir mit Ethan damals gestartet. Nachdem wir durch den Wald gehumpelt waren, sind wir hier so ein bisschen runter und sind dann unten an der Hütte rausgekommen. Genau da unten. Fuck. Freund oder Feind? Ich mein's ernst. Ich habe eine Pistole, auch wenn die kein Damage macht. Achso, das ist eine... Ich dachte schon, das ist eine Rose. Ich hab mich schon gefragt, was zum... Warte, okay. Okay. Hier waren damals sehr viele Viecher, und dadurch, dass wir so viel Munition jetzt gefunden haben, glaube ich auch, dass hier wieder sehr viele Viecher kommen werden. Nein. Einfach nein. Erste Hilfe hat's. Nein, das ist nie gut. Und das bedeutet, es könnte sein, dass hier gebraucht werde. Aus wie ich. Genau wie im Schloss. Ja, ist doch gut. Leute, hier sind ja auch überall Leichen. Ah, das waren die... Das sind die Masken. Wieso machen... Was machen die hier? Kann ich auf mich schießen? Okay. Wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt muss ich gegen mich kämpfen. Nö, ist überhaupt nicht verwirrend. Okay, warte. Wir brauchen nicht ganz so viele Schuss. Also, wir sollten uns vielleicht mal treffen. Aber jetzt ist mir klar, warum wir so viel Munition finden. 3 Schuss pro Vieh. Also pro Emily. Emily? Rose, mein Gott. Jetzt habe ich... Ich habe irgendwie jetzt... Wer ist Emily? Achso, ich dachte an Emily Rose. Okay, aber 3 Schuss pro Vieh. Also pro ich. Das sind so viel. Also ganz ehrlich, wenn ich zurückkomme und keine Therapie brauche, dann weiß ich auch nicht. Ich brauche 3 Schüsse, um mich zu töten, und ich kann mich mehrmals töten. Hört sich doch voll verwirrend an. Oder normal oder was auch immer. Sie kommen von da drin. Wurde ich gerade geboren? Ich war der Tod geboren. Kennt mich nicht. Nein. Hör auf, dich zu bewegen! Warum müssen die sich immer bewegen? Gut, die Flinte macht ja irgendwie gefühlt 5... Also die hat ja die anderen Viecher gekillt, mit die ich sonst 5 Kugeln gebraucht habe. Und die hat sie gewonshottet. Deswegen wäre es eigentlich doof, jetzt gegen die Emilys hier, gegen die Roses hier, die Schrotflinte zu verwenden. Aber wäre theoretisch möglich.
Also zur Not gehst du weg. Zur Not haben wir noch Muni. Also ein Plan B. Ja, für die brauche ich jetzt schon 4 Schuss. Ich werde auf jeden Fall mal die Schrotflinte durchladen. Damit wir schnell wechseln können, für den Fall der Fälle. Okay, hier ist alles clear. Also, es war ja so schon irgendwie ein bisschen weird, aber jetzt wird es gerade richtig crank. Und ich nehme alles mit, was ich... Ja gut, weiß und selber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also klar, besser haben als brauchen, aber... Solange ich sie noch töten kann, bevorzuge ich töten. Auch wenn es mir eigentlich gar nichts bringt. Ja, ja! Okay, geordneter Rückzug. Erstmal hier eine angenehme Position bringen. Bam, bam! Bei so vielen Zielen ist es scheißegal, wenn man trifft. Solange man den Kopf trifft, wollte ich gerade sagen. Aber irgendwas trifft man immer. Oh, das gefällt mir jetzt gar nicht. Gehst du weg? Guten Headshot. Na, geht doch. Okay. Also, ich glaube, hätten wir jetzt einen höheren Schwierigkeitsgrad gewählt. Hätten wir jetzt nicht einfach so ganz entspannt hier jedes Viech killen können. Da hätten wir hier wahrscheinlich die Blume gemacht und wären durchgelaufen. Das hier ist ja der mittlere Schwierigkeitsgrad, deswegen ist es hier noch relativ entspannt. Relativ entspannt, das geht noch. Soll natürlich den Kopf treffen, ganz klar. Aber es geht. Hier sind wir doch mit Chris runter, nachdem der Megamyzet in die Luft gesprengt worden war. Ich muss diesen Kristall finden. Also, ja, wobei, es war ja noch nicht der Megamyzet, sondern es war ja erstmal nur so ein Auswuchs. Da ist hier Chris runter. Aber Chris hatte geile Waffen. Der hatte Maschinengewehr, der hatte diesen Karabiner. Ja, und die haben jetzt eine Pistole und eine Schrotflinte. Super. Ich hätte gehofft, dass ich in dem DLC mit Evelyn, oder in diesem Abschnitt mit Evelyn besser gesagt, dass wir da noch eine weitere geile Waffe finden. Aber ich glaube, vielleicht war die Schrotflinte das letzte geile, was wir kriegen. Wieso hat es einen Schlitz? Ich weiß nicht, ob ich jetzt angewidert sein soll. Was zum... Werden hier diese Kopien von mir gemacht? Jetzt weiß ich, wieso da ein Schlitz ist. Also ich... Mami. Ich bin zu Hause, Mama. Okay, das ist so abgefuckt gerade. Und hey, ja, 23 Pistolenmunition. Und da will mir jetzt... Ja, es wird auf jeden Fall hardcore abgehen. Jemand war hier. Ach, meinst du, nur weil hier der ganze Shit rumliegt? Der Megamyzet nimmt die Erinnerung alles Lebens in seiner Umgebung in sich auf, wobei die Welt in seinem Inneren bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Es erscheint mir sinnvoll, schriftlich festzustellen, was sich mir nach und nach erschließt. Erstens, die Erinnerungen, aus denen diese Welt besteht, sind nicht immer Ebenbild der Realität. Zweitens, nur jene, die sich zu ihren Lebzeiten an den Mutamyzeten anpassten, behalten ihr Bewusstsein auch in dieser Welt. Das deckt sich mit meinem Verständnis vom Megamyzeten, welches ich vor meinem Tod aus einem Vision erlangte. Okay, so ist es, mein Tod. Mein physisches Ich gibt es nicht mehr. Es wurde von Megamyzeten aufgenommen. Und doch bin ich fern der Verzweiflung. Dieses Schicksal hat mir faszinierende Einblicke gewährt, als all die Jahre der Mühe, sie waren nicht umsonst. Die Erinnerung, das Bewusstsein, das Verständnis und Wissen, das ich in meinem Leben gesammelt habe, wurden in den Megamyzeten transferiert und fungieren hier in dieser Welt als Energiequelle. Wenn ich diese Energie nutzbar machen kann, bin ich wahrscheinlich in der Lage, die Gedanken und Erinnerungen anderer zu manipulieren. Natürlich ist die Ausgangslage alles andere als ideal. Die gewaltige Anzahl der hier versammelten Gedächtnisse und Erinnerungen machen die Suche nach einer einzelnen Person zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Ihre Erinnerungen sind hier, ja, aber sie sind in alle Richtungen verstreut. Wahrscheinlich brauche ich eine Art Gefäß, eine Hülle, in der ich sie halten kann. Selbstverständlich kenne ich die perfekte Hülle bereits. Die einzig wahre Kandidatin, die mir auf meiner jahrelangen Suche begegnet ist.
Rosemary Winters. Das klingt, als ob das ein Schriftstück wäre, entweder von Heisenberg, der war auch ein bisschen cleverer, ein bisschen klüger, oder einfach von Miranda. Denn die wollte ja unbedingt immer mich haben, also sprich Rose. Also das Kind. Damals noch, das kleine Kind. Und ja. Es ist verdammt viel Text. Ich habe mit den Möglichkeiten der Manipulation und der Wiederbelebung der im Megamyceten gespeicherten Bewusstseins Instanzen experimentiert. Wenn ein Mensch stirbt, wird sein Bewusstsein konserviert und gespeichert, aber nach einer gewissen Zeit zerstreut es sich und verwässert. Es breitet sich dünn im ganzen Megamyceten aus, vermischt sich mit dem Bewusstsein und den Erinnerungen anderer. Ein auf diese Weise diffundiertes Individuum zu extrahieren und neu zusammenzufügen, hat sich als überaus aufwendig herausgestellt. Ich habe versuchsweise damit experimentiert, auf Basis des Bewusstseins verschiedener Personen eine neue Entität zu erschaffen. Entität? Okay. Ergebnisse. Die Ergebnisse waren faszinierend. Ich sammelte Fragmente, verwob die Fäden neu und es gelang mir, ein Individuum neu in diese Welt zu gebären. Ein Erfolg, ohne Frage, doch obwohl er mit seinem ungewöhnlichen Körperbau jemanden gleicht, den ich einst kannte, wohnt ihm doch eine verkommene Psyche inne. Ganz zu schweigen davon, dass ihm ein Teil seines Gesichts fehlt. Schlussfolgerung, Erinnerungen können manipuliert und Personen erschaffen werden, aber solche Kreationen sind fehlerhaft und instabil. Auf diese Weise kann keine geeignete Hülle erschaffen werden. Das erklärt die ganzen Roses. Ist das alles? Ja, das habe ich mich auch gehabt, weil am Anfang dachte ich, Miranda, aber die hat nicht geschrieben, eine Person, die ich mal kannte. Vielleicht ist es Ethan, irgendwie? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ab nochmal viel Text, alter Vater. Ich hatte vorgehabt, Rosemary Winters zu duplizieren, in der Hoffnung, dass eine perfekte Kopie als Hülle geeignet wäre. Doch die Ergebnisse waren alles andere als gut. Es scheint, als würde etwas den Ablauf stören, mich daran hindern, eine geeignete Kopie zu erstellen. Stattdessen gelang mir die Kreation von etwas, das im Wesentlichen eine lebende Puppe ist. Sie ähnelt dem echten Individuum, besitzt aber keinerlei Kräfte. Als Hülle ist dieses erbärmliche Geschöpf nicht geeignet. Ich werde weiter versuchen, die Störquelle ausfindig zu machen. Folgende Theorien sind mir dazu bisher eingefallen. Erstens, die Tatsache, dass Rose noch am Leben ist. Ja. Zweitens, ein anderer Akteur in dieser Welt, also sprich, also dieser andere Akteur könnte Ethan sein, aber dann ist jetzt auch schon mal klar, dass diese Schriftstücke sind logischerweise nicht von Ethan. Und drittens, ein Fehler in meinen Produktionsmethoden. Also ich glaube in allem so ein bisschen was, also alle drei stimmen. Keines davon scheint als Grund besonders wahrscheinlich und ebenso wenige wären einfach zu lösende Probleme. Wahrscheinlich wären die Aussichten am besten, wenn ich Rose irgendwie in diese Welt holen könnte. Alles wäre so einfach, wenn sie sich selbst als Hülle anbietet. Oh shit. Zusätzliche Beobachtungen. Weitere Experimente mit den Rose-Kopien, so werde ich diese Geschöpfe fortan nennen, haben mich zu einer zusätzlichen Entdeckung geführt. Wenn Rose-Kopien Situationen ausgesetzt werden, die extreme Furcht in ihnen auslösen, gibt es bei ihnen schwache Anzeichen solcher Kräfte, wie Rose sie besitzt. Das sollte weiter untersucht werden und ich denke, dass meine erste Kreation, der maskierte Duke, genau der richtige ist, einen solchen Belastungstest durchzuführen. Der maskierte Duke. Der Duke war doch eigentlich der Shopverkäufer. Ich wurde die ganze Zeit über beobachtet. Ja, würde ich mal spontan behaupten. Es scheint, dass ein Eindringling sich in meiner Welt einnisten konnte, während ich mit meinen Experimenten mit Bewusstseinsinstanzen beschäftigt war. Ethan. Dieser Eindringling war niemand anders als diese Missgeburt Evelyn. Achso, Evelyn war gemeint, okay. Die offenbar ihre eigenen erbärmlichen Absichten verfolgte und durch ihn nun mein Plan etwas in Verzug geraten ist. Hätte Evelyn sich nicht eingemischt, wäre Rosemary Winters am Rande der Verzweiflung gewesen, jeglichen Lebenswillen und ihrer Mutamycet-Kräfte beraubt. Stattdessen brennt sie nun vor einer neuerlichen Leidenschaft, die es zu ersticken meine Aufgabe sein wird. Okay, also haben wir eigentlich den Störfaktor, von wem, also wer auch immer hierbei jetzt gestört worden ist, haben wir jetzt sozusagen ausgeklammert, indem wir Evelyn... Ja gut, wir haben sie ja nicht gekillt. Wir haben sie ja nur ein bisschen geärgert. Also eigentlich müssten sie ja noch da sein, aber... Ne? Dadurch haben wir jetzt eigentlich der Person, die hierfür verantwortlich ist, in die Karten gespielt. Das ist jetzt eher kontraproduktiv, würde ich mal so spontan behaupten. Okay. Weiter geht's. Warte mal, ich will nochmal zurück. Ich will mir nochmal das Dingens da genauer anschauen, ob es da irgendwas gibt und vor allem... Ja, ich meine, ich bin nicht so häufig an meiner eigenen Geburt dabei. Es ist schon widerlich, was passiert, wenn ich drauf schieße.
Wow, das stört das nicht mal. Und da ist ein Spalt. Das könnte auch ein Auge sein. Und da sind Haare daneben. Also entweder das hier ist wirklich ein Auge und das sind Wimpern. Gut, da drunter ist eine Pupille, okay. Weil sonst hätte es auch was anderes sein können. Und das sind dann keine Wimpern, sondern... Wir gehen da nicht genauer drauf ein. Es bleibt alles so, wie es ist. Wir erkunden jetzt erstmal die Tropfsteinhöhle hier. Wir haben extrem viel Schuss. Allein für die Schrotflinte haben wir jetzt 22 Schuss. Da steht doch bestimmt hier irgendwas aus dem Wasser. Du hast wieder dieses Gefühl. Es ist so stark. Das muss der Kristall sein. Ja, dann auf geht's. Alter, jetzt langsam habe ich genug gelesen für diese Folge. Dieser Sog, den ich fühle, ist so nah, aber ich kann einfach nicht weitergehen. Als ich das blaue Licht sah, dachte ich, ich hätte es geschafft. Aber nein, nicht mal ansatzweise. Wenn ich nur mutiger wäre, schneller, stärker, so nah. Ja, so nah dran. Geschafft. Michael. Gefällt mir gar nicht, dass Michael ab jetzt nicht mehr schreit. Er hat keine Kräfte mehr und hat sich auch so ein bisschen geopfert. Und das hier sieht noch nicht aus wie ein Bossfight. Aber es sieht aus wie ein Fight. Nicht mehr weit. Woher weißt du das? Also mir gefällt das hier irgendwie überhaupt nicht. Dieser Abschnitt hier erinnert so ein bisschen an Moroa mit diesem Wasser. Oder, ja doch, Moroa ist hier. Okay, natürlich wieder was zu lesen. Ich freue mich. Tiefschwarzer Gott, der du in uns lebst und in dem wir leben, erschaffe für uns eine neue Welt nach deinem Willen. Dein finsteres Bewusstsein reicht uns eine zweite Chance, gütig dargeboten und freudig empfangen. Du trinkst das Blut des verlorenen Schäfleins, da es auf deine verdunkelte Welt herabfällt, nicht um der Zerstörung willen, sondern des Erhalts und um erneut Leben zu säen. Fuck, das ist echt krank. Ja, doch, das würde ich jetzt auch so einschätzen. Also, ja, glauben halt. Glauben ist ein schwieriges Thema und ja, kann auch mal nach hinten losgehen für mich. Diesmal ist es der Echte. Bist du sicher? Ich fühle es. Ich weiß nicht. Oh Mann. Wirklich der Echte, wie es aussieht. Und jetzt verlieren wir unsere... Oh nein, jetzt verlieren wir unsere Kräfte. Und irgendjemand kriegt jetzt wahrscheinlich unsere Kräfte. Na super, echt jetzt? Vielleicht ist der... Vielleicht ist der Dude, der uns hier dazu verführt hat, hier reinzugehen. Ist alles verantwortlich. Fühlt sich so normal an. Oh oh. Oh oh. Wie Rand. Krankes Viech. Rose, wie lange habe ich auf dich gewartet? Weiß ich nicht, lange? Wer sind Sie? Mein Name ist Miranda. Was? Tschüss, Miranda. Du warst so mächtig geworden. So mächtig, als dass ich dich hätte bezwingen können. Also musste ich dich in diese Welt locken, in der Hoffnung, dass du deine Kräfte freiwillig abgibst. Nein, aber Kay sagte doch... Hat er? Oder habe ich? Ja, das kranke Viech kann sich ja verwandeln, transformieren. Dieser Kay war ein Trugbild. Shit. Sehr überzeugend, findest du nicht? Nein, das... Und nun werde zur Hölle für meine Eva! Willst du mich jetzt zum Adam machen, oder was? Ja. Nein, übertreib. Übertreib noch mehr. Ja, Ethan! Ethan, du Wurm! Hier nimmt also sogar er Gestalt an. Er kann dich nicht retten! Seit wann ist sie ein Zyklop? Niemand kann. Rose! Sag, jetzt wird gelaufen. Rose, schnell! Ja, was glaubst du, mach ich denn? Du kannst nicht fliehen! Ich will auch gar nicht fliehen, ich will eigentlich... Nicht vor mir! Ich will sie eigentlich killen, aber ich sollte vielleicht laufen. Ja, bist du weg? Warte! Ich kann nicht schneller laufen, Papa! Ja, aber jetzt musst du erstmal weg! Lauf! Ja, ich geb doch mein Bestes. Ist jetzt nicht so, als ob ich hier jetzt irgendwie schleichen würde. Ich kann nur nicht schneller laufen. Du hast mir nie gezeigt, wie ich laufe.
Na gut, er ist direkt bevor ich. Aber. Ne? Gib doch Gas, Mädel! Los! Alter, wenn sich jetzt Ethan für mich nochmal opfern muss, weil sie zu behindert ist zu laufen, dann weiß ich auch nicht weiter. Beweg dich! Ja klar, erstmal stehen, ganz gültig aufstehen. Klar, Abmarsch! Warum Abmarsch hast du mir nicht gesagt, wer du bist? Warum sollte ich dich Michael nennen? Du wolltest nicht verkomplizieren. Hauptsache, du warst sicher. Ja gut, das stimmt schon. Hätte er gesagt, er ist mein Vater, dann wäre schwierig und das wäre zu krass in Star Wars angelegt. Tut mir leid, dass ich weg war. Ich musste einen Ausgang finden. Aber schon cool, dass wir hier zusammen mit unseren Strohflinten laufen. Gleich davor. Erster Spaziergang mit Daddy. Raus! Ich bin nicht so schnell, Papa. Nein. Lass mich doch in Ruhe, du Vieh. Ich habe hier noch gar nichts getan, aber es kommt gleich. Habt ihr die Fingernägel gesehen von dem Vieh? Arm, Junge. Dich von meiner Familie fern. Rose, na los. Ja. Nein, ich will schießen. Ich wollte doch. Also. Mann. Du kannst nicht vor mir fliehen, Rose. Töten. Hallo. Ethan. Hartnäckig wie immer. Dad. Rose, verschwinde. Daddy, Daddy. Lebe ein normales Leben. Finde Freunde. Niemand wird dich je wieder ein Freak nennen. Aber. Rose, geh schon. Ich lass dich nicht allein. Und jetzt erweckt sie dann ihre wahren Kräfte. Hab dich lieb. Bring dich in Sicherheit. Bitte, bitte, geh! Ethan, du aufsässige Ratte! Ich mach das. Verschwinde! Nein! Lass... Nein! Ja. Nein! Da kann ich schon wieder sterben. Komm schon. Zerstör den Kristall und krieg deine Kräfte wieder. Sie macht's wirklich. Jetzt. Keine Sorge, Dad. Ist sie am Arsch. Ich mach das. Glaubst du, dass ich deine Kräfte, wenn du hier in meiner Welt gegen mich bestehst? Ja, na klar. Ich würde gerne Bank lassen. Und so gern, wie du wolltest, dass ich mein Gott, was bin ich für ein krankes... Ganz sicher sogar. Oh mein Gott, ich kann einfach so wegjumpen. Sie hat ja gar keine Chance. Und das verbraucht nicht mal Energie oder so. Ups, ich sollte das vielleicht auch nutzen. Du wirst bittere Tränen vergießen. Schau dir die... Oh, das ist so abnormal. Ich bin so ein krankes Viech. Also so ein cooles Sagen krankes Viech. Wenn du überlebst, was würde das nützen? Weiß du nicht. Kannst dein Vater. Ach so, Control. Ihr lebt in verschiedenen Welten. Ah, okay. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Das ist jetzt nicht so einfach. Und zurückwerfen. Warum nimmst du dich auf? Oh mein Gott, ist das cool. Ich bin... Was ist das? Eine Schrotflinte, du Schmott. Oh, ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Ah, nee, jetzt muss ich erstmal wieder Steuerung. Das ist eine Schande aufzuziehen. Weich den auf! Da ist eine Schrotflinte, Biatch. Woher hast du solche Kraft? Ja, von dir. Ganz ehrlich, sie hat mich doch gezüchtet. Aber jetzt tut sie so... Hä, wo hast du die Kräfte? Haben sich wirklich gelohnt. Oh nein, jetzt kommt der... Jetzt kommt der Scheiß hier wieder. Das hat mich auch schon bei Ethan immer so aufgeregt. Deine Zeit ist gekommen. Oh, bin ich ausgewichen. Oh, dies tut mir aber jetzt leid. Also, du hast schon mal mehr drauf gehabt. Du zwingst mich nicht in die Knie. Ich bin einfach so OP. Das macht so Spaß. Yes. Nein, Gott nicht, danke. Es ist so cool. Oh, um meine geliebte Tochter wieder zu ermitteln. Und sie ist das ausgewichen. Ist der Grund, weshalb du es sein musst. Oh, oh.
Ups, da habe ich eh nicht gefunden. Wir nehmen jetzt einfach mal. Wir haben genug Arznei. Die einzigen, die sie mir zurückbringen kann. Was es auch kostet. Was ich auch tun. Ich warte jetzt, bis ich sie wieder mit allen angreifen kann. Ich werde meinen Wunsch erfüllen. Ja, so schaust du aus. Oh, gerade noch geschafft, Steuerung zu drücken. Und jetzt fies. Hä? Wieso hat's dich getroffen? Komm an meine Seite. Ja, nö. Aua. Ha, ich schaff's gerade nicht, rechtzeitig hier zu drücken. Oh, oh. Da ist sie. Hallo. Würde ich nie tun. Ich weich nur aus. Das ist was anderes. Hallo, du krankes Vieh. Ich komm her. Dann lass mal deine Kräfte sehen. Nö. Nö, nö, nö. Wenn sie das schon so dramatisch sagt. Wieso treffe ich sie nicht mehr mit meinem kranken Angriff? Ja gut, jetzt machen wir es einfach so. Ach so, naja, wir machen es nochmal so. Das hier müsste in 3 Jahren nicht sein. Ja. So, wo bist du? Ja. Es ist ein Schein der Aufzählung. Ich weiß halt nicht, ob ich sie hier drin auch schon anhalten kann. Wo bist du? Da bist du. Das alles ist bei dir. Alter. Weil irgendwie treffe ich sie ja gerade nicht. Vielleicht bin ich auch einfach mal zu weit weg. Ja. Es ist. Ich will, dass sie wie so ein Fisch da durchspringt. So, jetzt! Warum unnötig, Leid? Ich treffe sie nicht mehr. Na gut, jetzt ist sie gerade weggegangen, aber. Wie, sie ist unter. Wahrscheinlich in diesem Moment müsste ich sie alten. Wie wär's hiermit? Womit? Na, no, das meine ich, das finde ich jetzt nicht. So. Und jetzt! Jetzt habe ich sie geboxt. Also ich habe sie einfach nur nicht getroffen, weil sie immer so weit weggegangen ist. Hey Miranda, du stehst so ein bisschen neben dir, oder? Du siehst ziemlich blutig aus. Oh oh. Jetzt wird's krass, oder? Jetzt wird's richtig krass. Ah ne. Übergib dein Leben mir! Hey, warum? Hä? Oh, warte. Dann nehmen wir jetzt schnell einen Salber, dann habe ich genug Charges, um sie einmal. Aua! Ich schlag zurück, Kind! Okay, ab jetzt muss ich hier. Was ist das? Eine Pistolenkugel. Ich hab keine Muni mehr. Wie schaut mein Leben aus? Ah, nehmen wir nochmal. So, kurz warten. Ich muss mir hier schnell Wasser auf die Hand füllen. Dir ist kein glückliches Ende vergönnt. Ist sicher? Fühl mich sehr gut gerade. Upsala. Was ist das jetzt? Töte mich. Und du tötest die Einzige, die dich wirklich versteht. Jetzt! 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 Aua! Wie soll ich denn jetzt hier irgendwas einsammeln? Ah, so einfach. Du gibst einfach nicht auf. Ja, hab ich wohl mit Daddy. Sag ich doch, hab ich wohl mit Daddy geschickt. Die Aua! So schnell kann ich nicht eh drücken! Gute Nacht, Mama! Woher hast du solche Kraft? Das nennt sich Pistole, du. Die hat doch echt einen Schaden, oder? Ich warte noch einen Hit, weil jetzt langsam wird's echt ein bisschen eng. Dachte, ich brauche weniger, aber jetzt langsam wird's doch ein bisschen unschön. Warum lehnst du dich auf? Sorry, habe ich von meinem Daddy hier so gelernt. War ein kluger Mann. Und so. So, und jetzt kommt's. Ah nee, jetzt hat sie keinen Lust gehabt zu kommen. Du wirst bittere Tränen fängen. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und jetzt kommt sie. Das war zu früh ausgewichen, sorry. Es war jetzt ein bisschen doof, ich weiß. Oder kann ich sie mit. Nee. Unmöglich! So, jetzt brauche ich aber mal ein bisschen Zauberwasser wieder. Sonst wird das Ganze echt ein bisschen eng. Das ist dein Urteil. Bin ich jetzt nicht.
Außer sie wird jetzt richtig krass. Du kannst nicht gewinnen. Ja! 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 Mein Wunsch ist zum Greifen nah. Ja! Okay, ich kann nicht gewinnen. Jetzt sehe ich es auch. Rose! Hier drüben! Baby! Ja, sag doch. Er hat mir nie gezeigt, wie ich laufe. Jetzt nimm ich seine... Mach sie kalt. Ich nehme jetzt meinen Daddy mich auf. Wir nehmen Eve mit uns auf. Miranda? Yes. Bist du rasiert? Verlass dich drauf. Oh, yeah. Kehre zu mir zurück! Und gib mir deine Macht! Oh. Miranda, du Kranke! Welch eine Macht! Rasier sie! Du wärst wirklich die perfekte Hölle für meine Eva gewesen! Ich bleib aber da. Ich bin keine scheiß Hölle! Ich bin nicht irgendeine Kopie! Ich bin ich! Rose! Und du bist erledigt! Wir haben's! Meine Eva! Adams letzte Worte. Wir haben's geschafft. Aber der Maskenblut ist noch da. Den haben wir noch nicht gekillt, aber theoretisch haben wir's. Oder nicht? Weiß nicht. Hey, Süße! Oh Gott! Sehen wir jetzt endlich sein komplettes Gesicht? Du bist so groß geworden! Auch wenn ich nicht bei dir war, ich habe immer über dich gewacht. Aber ich konnte dich nicht beschützen. Du hast mich doch beschützt. Die ganze Zeit. Nein. Diesmal nicht. Das war deine Chance. Tut mir leid. Nein. Das war meine Entscheidung. Und ich bereue sie kein bisschen. Wäre ich gegangen, hätte ich niemals so mit dir reden können. Dir in die Augen sehen. Also keine Sorge. Es ist okay. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Hab dich lieb, Rose. Ich dich auch, Dad. Oh, ist schon süß. Ich bin zurück. Okay, Frame Drops auf Doom. Also kranker Shit, hätte ich niemals gedacht. So wie es aussieht, ist auch jetzt das vorbei. Deswegen heute mal XXL. Ich hoffe, es gab keine zu krassen Lags oder sowas, Framelops. In den Zwischensequenzen, aber crazy. Und der Bus sieht aus wie die Busse, die es bei mir gibt. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Was? Niemand kann ihn berühren. Er ist so weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Die sieht sogar ein bisschen aus wie mir. Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal an. So schön. Ich dachte zwar, dass es länger geht, wie gesagt, auf Moro und Heisenberg auch noch so Abschnitte gibt,
Dann wären wir jetzt Dimitrescu und dann eben das von Angel bzw. jetzt Evelyn gehabt. Aber jetzt, ja, schade, dass es schon vorbei ist. Aber es hat Spaß gemacht. Es war ein schönes DLC. Hi, Dad. Und allein das mit Rose und Ethan, aber... Alles Gute. Ich fand's cool, dass man von Ethan wieder nicht das komplette Gesicht gesehen hat. Von jedem anderen sieht man so das Gesicht. Sorry, Ethan wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Mhm. Aber doch ein Grab jetzt anlügen. So schaut's aus. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Aber wie ist das jetzt? Weil sie hat ja so ein paar von Ethans Kräften bekommen. So gesehen hat sie jetzt ja Ethan auch möglich ja, ich in hab sich. Sie. Oder es war ja eigentlich nur gedanklich, aber... Wo sonst? Ausgerechnet heute. Theoretisch schon. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Oh. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Oh. Oh, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Oha. Ich komme klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Das wird auf jeden Fall noch bereuen. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ach was, ich bin ja auch die Tochter von ihm. Klar sehe ich ihm ähnlich. Ich weiß. Na, schon. Ich hoffe auch, dass noch mehr DLCs kommen. Jetzt nicht unbedingt zu Rose, sondern allgemein zu Resident Evil Village. Weil das Spiel einfach schön gemacht hat, sie mag die Steuerung und alles. Aber es ist cool, wenn es noch weitergeht. Und wieso steht da hinten niemand? Oder geht da hinten niemand? Warum? Sie hätten da niemand... Da müsste niemand... Ach so, das ist der Scharfschütze, den sie jetzt wahrscheinlich aufgabeln. Okay. Nee, sehr, sehr schön. Schönes DLC. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt schon lange. Ah nee. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat das DLC auch gefallen, diese Videos. Wird jetzt wahrscheinlich demnächst wieder ein neues Projekt geben, oder ein neues, und zwar von Dark Pictures Anthology, den neuen Teil. Wird wahrscheinlich dann jetzt Freitag, Samstag, Sonntag den Platz einnehmen. Ob ich jetzt direkt morgen starte, kann ich noch nicht sagen, glaube ich nicht. Dann eigentlich würde ich erst an einem einem Sonntag erstmal gerne euch das Spiel sozusagen ein bisschen vorstellen, und wenn ihr sagt, ja, wollen wir sehen, dann bringen wir es rein, aber Dark Pictures Anthology ist so eine geile Reihe. Ich glaube, ab nächster Woche, Freitag, starten wir einfach damit. Ob es jetzt morgen um 14 Uhr, also sprich Samstag und Sonntag um 14 Uhr Videos gibt, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht finde ich was Spontanes, wo sich zwei Videos anbieten, wenn wir jetzt kommen, aber kann ich noch nicht genau sagen. Sonntag gibt es ein neues Video, also eine neue Vorstellung, sage ich jetzt mal. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.